Willkommen zurück, Freunde, auf meinem Kanal. Dennis hier, aka Fragrance aus Hamburg. Ja, ihr habt es gesehen im Titel. Mein altes Format ist zurück. Ihr habt es euch gewünscht. Ich bewerte eure Parfümsammlung. Das ist der erste Teil heute. Und für alle Neuen, die das in den vorigen beiden Videos nicht oder auf Instagram nicht gelesen haben oder gehört haben, wenn ich auch eure Parfümsammlung vorstellen soll, dann schickt ihr unten in der Beschreibung hier im Video ist eine E-Mail, da schickt ihr auf jeden Fall maximal drei Bilder, nicht mehr, weil mehr wird nicht angenommen, plus euer Namen, natürlich nicht Nachnamen, ihr könnt euren Namen nehmen oder auf Instagram euren Namen, wie auch immer, euer Name persönlich, Vorname wäre natürlich geiler und ja, dann natürlich noch eure Liste bitte aufschreiben, welche Düfte ihr habt, das heißt Hugo Boss The Scent, Dior Homme Parfüm, sowas. Das ist für mich einfacher. Ich kann natürlich auch auf eure Bilder gucken und das so machen, aber so ist es einfacher und daher so, wie ich das jetzt sage, bitte an die E-Mail unten, die in der Beschreibung ist. Sonst alles, was mehr als drei Bilder ist oder wenn das gar nicht mitgeschickt wird, eure Liste, wird nicht angenommen. So, jedenfalls habt ihr euch das gewünscht. Ich habe das vor 2 Jahren schon mal gemacht und jetzt mache ich es wieder. So. Und heute ist der Christoph dran, der hat das Glück, dass ich seine Sammlung als erstes vorstelle. Aber bevor ich das mache, für alle Neuen, die das erste Mal hier auf meinem Kanal sind, drückt die Glocke, abonniert diesen Kanal. Das würde mich natürlich freuen, weil dann erfahrt ihr alles rund um die Düfte und ihr verpasst nichts mehr. So, jetzt kommen wir zu Christoph, seiner kleinen Sammlung, ich sage klein, das ist jetzt, er hat jetzt nicht so viele Düfte, aber wenn man sich das überlegt, wie viele Düfte die Männer früher hatten, 1, höchstens 2 und vielleicht maximal 3, ne, ihr wisst das ganz früher. So, auf jeden Fall werde ich die Düfte einblenden ab und zu mal, denn auch wieder mich, ihr werdet mich auf jeden Fall hören weiter und so weiter. Auf jeden Fall sehr, sehr nice Düfte. Ich kann gleich vorweg sagen, er hat eigentlich für Weihnachten, also für die kalte Jahreszeit, für den Sommer und fürs ganze Jahr Düfte am Start. Fangen wir mal an. Search of Nexus. Der muss drin sein. Das ist einer meiner Signaturdüfte. Eigentlich hat man ja nur einen Signaturduft. Ich weiß, aber bei mir ist das schwierig, weil ich so viele Düfte habe. Da kann es mal sein, dass man so, ich habe 5, glaube ich, die ich wirklich perfekt finde. So. Und da gehört Search of Nexus dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob das natürlich der alte oder die neue Version ist. Das ist auch egal. Auf jeden Fall. Sehr, sehr geiler Duft mit einer super Haltbarkeit, gute Ausstrahlung, Komplimente ohne Ende, schön Honig, Tabak und so weiter, gefällt mir richtig gut. Dann nochmal Search of Torino 21, ja, ist jetzt auch in meiner Sammlung, schöner, minziger Duft, ich bin kein Minzfan eigentlich, aber der ist richtig gut, krautig, würzig und dazu sehr frisch, kommt auch noch dazu, sehr geil. Und dann Orange Flamingo von Marc Gebauer. Das hat er jetzt vergessen zu schreiben, aber das weiß ich natürlich, aber trotzdem, das ist das, was ich meine. Orange Flamingo, ja, der Duft ist einfach für den Sommer perfekt. Super Haltbarkeit, perverse Ausstrahlungssilage, 13 Stunden Haltbarkeit wirklich und das ist ein frischer Duft. Auf den Klamotten merkst du oder riechst du ihn noch nächsten Tag, richtig geil. Dann ein Parfum zum Malikalan. Ja. Cool, dass er ihn hat, ich liebe ihn, aber da gibt es auch nur Liebe oder man hasst ihn, weil das ist ein Duft, den macht wirklich nicht jeder. Und viele, er wird immer verglichen mit Baccarat Rouge 540. Ich halte das immer für schwachsinnig. Da ist vielleicht 5% hast du da Baccarat Rouge im Hintergrund. Der Rest ist wirklich eigenständig, aber richtig nice. So, Schwarzlose Berlin, den Duft kenne ich nicht. Da passe ich. Ich werde wahrscheinlich auch nie Schwarzlose Berlin in meiner Sammlung haben, aber das ist ein anderes Thema. Dann Tabacco Vanille von Tom Ford. Ja, auch einer meiner Signaturdüfte. Zu Weihnachten trage ich ihn an, 24. Sehr geiler Tabak-Vanilleduft. Riecht ein bisschen auch nach Teestube. Gefällt mir richtig gut. Muss in einer Sammlung. Dann Roger Elysium. Ja, einer der besten Kopfdüfte, also Kopf. Die Kopfnote ist so geil. Einer der besten, was die Kopfnote angeht. Sehr, sehr nice und sollte man haben. Ist fürs ganze Jahr geeignet, finde ich. Könnte mit ein bisschen mehr Dampf haben, ja. Aber es geht ja auch nicht darum, jetzt, ob er Dampf hat und nicht. Mir geht es einfach darum, dass er hier die Düfte hat und das ist schon nicht schlecht. Dann hat er Mason Margiela at the Barbers. Ja, schöner Barbershop-Duft habe ich auch. Ist nicht der beste Barbershop-Duft, aber einer der besten. Richtig sehr nice, genau. Richtig nice und
gefällt mir wirklich. Also, schöne Auswahl. So, dann Terenzi O'Ryan. Ja, da muss ich sagen, wer den macht, okay, hat auch dieses Aventus-Feeling. Fand ich an. Ich habe ein Video dazu mal gemacht, das ist schon auch, glaube ich, 2 Jahre alt. Da habe ich ihn gefeiert, finde ich ihn besser, aber im Endeffekt ist der Film irgendwie doch nicht besser. Da ist eine Note drin, die mich auf Dauer ein bisschen stört, würde ich sagen. Ich kann ihn tragen, aber wenn nur selten, nicht so oft. Dafür gibt es auch zu viele diese ähnliche Richtung. Ihr kennt das ja, das Thema mit Creed, Aventus hatten wir ja so oft. Da gibt es extra eine Playlist auf meinem Kanal hier. Ich habe so viel, ne, verglichen, denn selber Aventus und so weiter. Ja, auf jeden Fall, ja, soweit. Die Orza war's und blöde Chanel dennoch. Die muss man einfach haben, auch wenn andere meinen, bla bla bla. Interessiert nicht. Wenn du den gut findest, mach das und Sauvage Chanel oder Bleu de Chanel funktionieren auch bei Damen, kommen immer noch gut an, sind frisch, Frauen lieben das. Ich finde das ein bisschen nervig, dass Leute heute alle immer so viel meckern, sagen, ja, du brauchst einen neuen Duft oder so. Nein, früher haben wir 30 Jahre den gleichen Duft getragen. Warum soll ich nach 2 Jahren sagen, der ist alt? Nein, warum? Sauvage ist immer noch nice. Das ist meine Meinung. Lasst euch nicht von irgendjemand, der das vielleicht immer sagt, auch auf YouTube hier, Sauvage ist out. Come on. Ja, es tragen den viele. Ja, dann trägst du vielleicht mal den nicht so oft, aber ich würde ihn nie weggeben oder so. Er ist einfach geil. Genauso wie Bleu de Chanel, obwohl Bleu de Chanel meckern ja nicht so viele rum. Mehr ist es ja dieser Dior Sauvage und ja, das war's. Den ein Aquasauce oder wie der heißt von Pierre Guillaume oder wie der ausgesprochen wird, kenne ich nicht. Ja, aber sonst eine super, super Sammlung. Kleine Sammlung. Es sind einige Düfte, einige Einsendungen hier reingekommen. Da gibt es natürlich mehr. Ich kann natürlich nicht, wenn jetzt einer viel oder 300 Düfte hat, nicht jeden Duft ansprechen. Ne? Dann wird natürlich nur das, was ich so sehe. Ich überfliege das. Hier braucht man das nicht. Hier kann man das alles so gut sehen. Und Christoph, du hast auf jeden Fall eine sehr stabile Sammlung. Gefällt mir. Wie gesagt, ist für alles was dabei. Und ja, was könnte man verbessern? Also, vielleicht solltest du, ich sage das ja grundsätzlich, ich bin vielleicht auch der Einzige hier auf YouTube, vielleicht ein bisschen paar noch Designerdüfte nehmen. Kann man nämlich ruhig. Ich liebe Nischendüfte, vielleicht sogar mehr als logischerweise vielleicht Designer, aber trotzdem sollte man Designer deswegen nicht weglassen, nur weil man ist nichts Besonderes, weil ich habe manchmal das Gefühl, manche denken, sie wären was Besonderes, weil man nur Nischendüfte trägt. So, und also ganz ehrlich, Dior Homme Parfüm ist zum Beispiel ein Designerduft. Der ist so pervers gut, der kann locker mit fast jedem Nischenduft, zumindest auch einer meiner Signaturdüfte, Dior Homme Parfüm, locker mit Nischendüfte mithalten, zum Beispiel. Ist aber ein Designerduft. So. Gut, Tom Ford Tabacco Vanille ist auch keine Nische. Als Beispiel jetzt nur, ne? Aber sonst ist schon sehr nice. Also habe ich nicht zu meckern. Ich könnte jetzt sagen, vielleicht noch eine Note. Oh, das ist aber dann, ich möchte ja auch nicht jemanden angreifen. So, sag ich mal, dass 10 am besten ist und 1 am schlechtesten, würde ich hier. Also jetzt nicht von der Menge. Da kann man nichts bewerten, weil ich kann ja nicht sagen, du musst 50 Düfte haben. Wenn man nicht das Geld zum Beispiel hat, kann ich das ja nicht einen aufdrücken und sagen, du musst so viel Düfte und dann, deswegen ist Notenbewertung ist schwer. Also ich finde, das ist hier, sag ich mal, eine 9. Sagen wir mal so, weil er alles dabei hat. So, muss man nicht viel meckern. Wie gesagt, Winter, Herbst, guck mal, Carlan ist für den Herbst, Nexus Winter, Torino Sommer, Orange Flamingo Hochsommer, Elysium Ganzjahresduft, Sauvage Ganzjahresduft, Chanel Ganzjahresduft, Ette Barbas Ganzjahresduft. Wie gesagt, die anderen kenne ich nicht, Schwarzfluss Berlin und so. Ja, aber auf jeden Fall, Carlan ist Herbst, würde ich schon sehen, ja. Ist alles geil. Also Christoph, ich will nicht abschweifen. Danke für die Einsendung und sehr nice Sammlung. So, das war's, Leute. Ich hoffe, euch gefällt das Format. Ich weiß, dass es euch gefällt. Ich habe ja so viel Einsendungen bekommen. Und wie gesagt, es wird immer mal ein Video kommen. Also ich kann, das ist hier kein Fester, so wie bei Düfte der Woche Sonntag. Das kann ich nicht machen. Es wird immer zwischendurch kommen. Also schreibt mir nicht. Ich bekomme alle Einsendungen. Also keine Panik. Und ich schreibe jetzt keinen zurück, sie kommen alle an, alles ist gut. Unten in der Beschreibung nochmal reingucken und nochmal
Abonniert diesen Kanal, wenn ihr das erste Mal hier seid, und schickt mir dann eure Sammlung. Ich finde sowas nice und es ist geil, uns zu sehen, was vor allen Dingen meine Leute hier tragen. Und zur Not kommt in die Dog Army, also das heißt, werde Mitglied. Da sind so einige am Start. Ich werde jetzt mal meine Mitglieder einbinden. Vielen Dank, dass ihr am Start seid. Meine Gold-Mitglieder und natürlich meine Platin-Mitglieder und auch die Silber-Mitglieder. Da sind einige am Start. Gold und Platin wird eingeblendet. Das ist, ne, das ist, was es dazu gibt. Vielen Dank für die Unterstützung und dann sehen wir uns bald wieder. Mach's gut. Feuerstar.